Das Pareto-Prinzip, auch bekannt als die 80-20-Regel, besagt, dass oft 20% der Ursachen etwa 80% der Ergebnisse erzeugen, während die verbleibenden Ursachen für die restlichen Ergebnisse verantwortlich sind. Oder als einfache Selbsthilferegel, 20% deines Einsatzes machen 80% deines Erfolgs aus. Das Prinzip wurde von dem italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto entdeckt, der zuerst bemerkte, dass 20% der Erbsenschoten in seinem Garten für 80% aller Erbsen verantwortlich waren. Danach stellte er fest, dass 80% des gesamten Landes in Italien im Besitz von nur 20% der Bevölkerung waren. Mit der Zeit wurde das Prinzip zu einer wertvollen Faustregel, die unserem Verstand hilft, alle möglichen komplexen Verteilungen zu verstehen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Prioritäten zu setzen. Geschäftsinhaber zum Beispiel erkennen oft, dass etwa 80% des Einkommens eines Unternehmens von nur 20% der Kunden stammen. Daher wissen sie, wem sie besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Bauarbeiter, die feststellen, dass 20% der Gefahren 80% der Verletzungen verursachen, können wichtige Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Risiken zu beseitigen. Und Softwareingenieure, die wissen, dass die Behebung der obersten 20% der am häufigsten gemeldeten Fehler 80% der Probleme beseitigt, können ihre Zeit auf diese Top 20 verwenden und die anderen 80% weiterhin Menschen belästigen lassen. So nützlich die Regel auch sein mag, Pareto selbst warnte davor, sich zu sehr auf das Prinzip zu verlassen, als er sagte: Menschen folgen ihren Gefühlen und ihrem Eigeninteresse, aber es gefällt ihnen zu glauben, dass sie der Vernunft folgen. Und so suchen und finden sie immer irgendeine Theorie, die im Nachhinein ihre Handlungen als logisch erscheinen lässt. Wenn diese Theorie wissenschaftlich widerlegt werden könnte, wäre das einzige Ergebnis, dass eine andere Theorie an die Stelle der ersten treten würde, und zwar für denselben Zweck. Was denkst du über die 80-20-Regel? Wo kann sie angewendet werden? Und wo benötigen wir eine gründlichere Analyse, um vollständig zu verstehen, was vor sich geht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Aber Vorsicht! 20% der Antworten könnten 80% der Unterhaltung ausmachen. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts.